Excuse ANI, X10, wir sind bereit. Mass Effect 2 geht los und wir sind soweit. So, was war hier wieder bestätigen? Ich habe keine Ahnung. Ach, Leertaste. Okay, das kriege ich gerade noch hin. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Oh, verdammt! Die Kanister neben der Tür werden explodieren. Gehen Sie sofort in Deckung. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Ach, da macht man ja alles mit Leertaste. Ist klar. Deckung verlassen. Ist schon klar. Stop. Gruppe. Hallo, liebe Freunde beim Tuning. Und so sehe ich momentan aus. Ich kriege übrigens einen Anfangsstart bei Vorbild, weil... Und auch Stufe 3 fange ich an, weil ich so gut im ersten Teil war. Die Fresse kommt mir bekannt vor. Jetzt noch eine Brille und das bin ich. Na gut, die Haare sind nicht ganz so rot, aber... Eigentlich habe ich aber keine roten Haare, aber egal. Ich bin dunkelblond übrigens. Wolltet ihr alle unbedingt wissen. Disruptor-Munition. Sie reißt Schilde und synthetische Feinde. Klingt gut. Interessiert mich gerade nicht. Taktische Tarnung, das ist sowas von klasse. Verbrennung, das werden wir als allererstes aufleveln. Einfach, ja, den, danke. Wieso kann ich jetzt hier noch nichts? Achso, weil ich noch nicht darf. Mhm, KI hätten Voraussetzung. Verbrennung Rang 2. Wollt ihr mich jetzt? Was brauche ich für Verbrennung? Taktische Tarnung Rang 2. Ja, super. Ja, da gehen wir hin, die Punkte. Hä? Egal. Verbrennung ist auch nicht schlecht. So! Ich kann doch... Ja, Agent. Ziel ist einfach... Ja, dann nehme ich das natürlich. Gesundheit plus 5, Waffenschaden plus 3, Aufladezeit und Kräften. Ihr seht, dass Rollenspieloptionen hier sind etwas verringert, ne? Und Schilde stehen jetzt sogar angezeigt. Als Wert. Das freut mich natürlich. Falls es vorher auch der Fall war, habe ich es in 70 Folgen Mass Effect nicht mitgekriegt. Codex lesen wir später. Tagebuch ist relativ eindeutig. Jokers Rettung haben wir erledigt. Jetzt müssen wir erstmal hier raus. Und als erstes muss ich mal kurz die Steuerung nachschauen, sonst bin ich aufgeschmissen. Benutzen, decken, sprinten, Leertaste. Ach du Scheiße. Kann ich das nicht auf E legen oder so ähnlich? Oder Shift? B. Ach so, Gruppen. Ah ja, da sind die Gruppenmitglieder dann jetzt mit dem Scheiß gesteuert. Okay, wenn das so ist. Jawohl, dankeschön. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas auf die Reihe kriegen. Ich brauche ein Thermomagazin. Damit werden wir übrigens... Kann man die Waffe mal wegstecken hier irgendwie? Finden Sie ein Thermomagazin und setzen Sie sich in Bewegung. Was war das? 8Z? Nee, muss nicht. G. Und H wieder einstecken, geht klar. Denn hier sind Waffen nicht mehr mit Überhitzung gearbeitet, sondern durch Thermomagazine. Aber dazu kommen wir auch gleich noch, denke ich. Warte mal, Codex-Eintrag, dann können wir es nämlich gleich schauen. Sekundär. Das schauen wir uns dann auch noch an. Technologie. Da wollen wir hin. Das wollen wir jetzt nicht. Offenbar doch nicht. Waffen und Panzerung ist mein. Leichte Waffen. Nein, war es nicht. Okay, das erfahren wir alles später. Schauen wir. Thermomagazin. Hey, so sieht das aus. Oh, ich muss... Kameraempfindlichkeit ist so hoch. Für ein Let's Play definitiv so hoch. Das könnte ich mit dem Auge niemals folgen. Ja, nach... Ach Gott, jetzt muss ich in Zukunft auch noch auf Nachladen drücken. Sie haben eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Wer bist du? Egal. Auf jeden Fall bist du tot. Mhm, und du? Ja, Taste. Deckung benutzen, der sie kalt zu machen. Springen Sie über die Barrikade und bleiben Sie in Bewegung. Ja, was nun? Achtung! Oh. Gehackter Mac, da sind wir schon richtig. So feuern wir... Ja. So feuern wir normal. Und so mitziehen. Haha, das wird unterhaltsam. Mal hier so ein Stress. Und wir rennen sogar konstant. Ist das schön, kein Ausdauer mehr. Da oben haben wir übrigens ein paar lustige. Halt. Drückt man hier Pause? Überhaupt nicht. Shift. Oh Gott, die haben ja alles umgestellt. Gas-Schildverstärker. Zusätzliche Schildtechnologie der Gas. Klingt gut. Taktische Tarnung, die müssen wir sowieso umlegen, weil die brauche ich immer schnell. Ja. Freies Einigkeit, okay. Dafür brauche ich Medigel allerdings? Okay, kann ich mit dem. Gas Schildverstärker.
Tja, gucken wir mal, wie lange das Ding hält, wa? Shepard, Sicherheitsmacs nähern sich ihrer Position. Gehen Sie kein Risiko ein. Bleiben Sie in Deckung, während Sie die Macs ausschalten. Und was hat er jetzt? Rechte Maustaste und gesehen. Und das, meine ich, werdet ihr noch öfter sehen. Hier wird richtig geschossen. Hoppala, meine Gesundheit ist nicht unbedingt die höchste. Munitionskraft. Zerreißt Schilder und synthetische Feinde laden. Das erkennt man dann daran, dass dieses hübsche kreisförmige Symbol sich bildet. Raus aus der Deckung, weiter geht's. Was auch immer Miranda gerade gesprochen hat, ist mir egal. Munition. Von der Deckung wird schön gekauert. Die Waffen brauchen wir sonst nicht wegstecken. What the? Ist das Glas kugelsicher? Der ist weg. Wiedersehen. Also ein gewaltgemindertes Spiel ist das jetzt hier nicht unbedingt. Das kann ich schon mal in aller Ruhe sagen. Öffnen. Neue Verstärkung in ihre Richtung und. Da kommen die Max. Schalten Sie sie mit dem Granatwerfer aus. Nun, machen wir mal glatt. Und nach unten scrollen ist Waffenwechsel. Okay. Früher konnte man das mal mit Mausrad. Kann ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich muss die andere Maus erst anschließen. Wir wurden entdeckt. Mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Aber erstmal wechsle ich die Waffe. Nein, nicht feuern. Shift, oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder 3 Stunden lang umstellen, bis ich weiß, was das war. Das ist ein Aufzug. Die sahen früher besser aus. Aufzüge gibt es ab sofort leider nur noch in Seltenheit. Drücken wir das, dann ist das Feuer bestimmt, Mama. Oh. Ja, klar. Hören Sie mich? Hier sind mehrere Max. Sie nähern sich meiner Position. Ich sehe irgendwie merkwürdig aus hier. Aber gut, das. Nur mal gucken, was sie doch noch irgendwie anpassen. Los geht's. Ich habe die Kameraempfindlichkeit auf niedrig gestellt, oder? Ich frag das nochmal. Was war denn hier? Ja, dann schauen wir uns das mal um. Irgendwelche Truppen haben angegriffen. Was war das? Ah, die Dinger kenne ich noch. Die Pornomikroskope. Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte, scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder und es gibt Anzeichen von rudimentärer neurologischer Aktivität. Um den Prozess zu beschleunigen, sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu biosynthetischer Fusion übergegangen. Die ersten Resultate sind vielversprechend. Spricht die da gerade von mir? Das klingt nämlich irgendwie so. Ah, dazu kommen wir gleich noch. Nett. Den haben wir doch schon gesehen, den Wolfen. Dann erkennt man übrigens, was ist an diesen hübschen Kästchen, aber das muss ich euch ja nicht erklären. Ja, der wollte ich mit diesem Spiel auskennen. Und die hübsche Anzeige da, die mit dem blauen Zeugs, brauche ich auch nicht auf der Waffe, aber egal. So, willkommen bei den nächsten Minispielchen. Die gibt es hier nämlich auch in irgendeiner Form. Willkommen beim Memory-System, um ein System zu hacken. Und da ich mir nie was merken kann, werden wir das bestimmt noch 1000 Mal sehen. Und ja, das ist die Fresse hier und das da. Ich werde mitkriegen, ich habe keine Ahnung davon. Ich kann mir sowas von nichts merken. Sieht schön aus, oder? Yay. Hätte ich schneller gemacht, hätte ich wohl mehr gekriegt dann halt. Egal. Da komm mal her. So. Kommen wir uns mal hier um. Es sieht auf jeden Fall cooler aus schon mal. Teil 2 und Teil 3 wird noch besser an der Stelle. Aber ihr werdet auch in Teil 2 richtig viel Cooles. Was? Na, von da kommt nichts. Hey! Ja, Kugel sich aus Glas. Der kommt jetzt aber nicht mal in Richtung, oder? Sie ist
So, da wissen wir ja schon mal, wen ich nicht mag. Der Ligute sah gut aus. Kann ich so. Ja, okay, wiedersehen. Das wollte ich nicht. Ich geh hier wieder ab. Wer bist du? Wow! Übrigens, bei Zoom hält sich hier gefühlt die Zeit etwas an. Deswegen hört ihr öfters mal so eine Töne, die sind nicht von meiner Soundaufnahme, die sind vom Spieler nicht. Stirb endlich mal, also. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Was bist du für einer? Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Mhm. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. M1? Boah. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden sie getötet. Uh-oh. Sie waren mausetot, als man sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Hm. Sie lagen die ganze Zeit über Hackfleischpuzzle. Oder schlimmer. Willkommen zurück in ihrem Leben. Ich bin Pragmatiker, wo sind wir hier? Das sieht nicht nach einer Einrichtung der Allianz aus. Ist es auch nicht. Im Moment kann ich allerdings nicht viel mehr dazu sagen. Das stinkt mir. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Ja, nett. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Was ist mit... Und wenn wir es nicht zu den Schatten schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandie? Genau. Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Mechs zu erledigen und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Na dann. Stop. Lebensanzeige kriegen wir auch, das ist schön zu wissen. Hast du noch eine andere Waffe zur Auswahl? Natürlich nicht, warum auch? Der benutzt bereits diese Munitionsart. Panzerung beschießen. Mhm. Na dann, setz mal jemanden hoch. Sie ziehen sich zurück. Leite Energieversorgung um. Mit Q kann ich den jetzt lenken. Geht klar. Okay. Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Gott sei Dank. Was wollen Sie wissen? Erklären wir mal. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Zu viel selbst Ehre. Das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Was für Technologie? Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Ich bin hier etwa ein Klon von mir selbst, oder? Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Habt ihr an bestimmten Stellen... Nein, das ist jetzt nicht wichtig. Wir bleiben ernst. Angriff auf die Station. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Interessant. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandie. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Hm. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Oh. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Oh Gott sei Dank. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt. Die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Dann muss ich sie finden. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben.
falls wir die Station jemals verlassen. Okay, dann erzähl mal was von dir. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Sie werden bestimmt gerade beim Tanzen gewesen sein. Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Kann man den mal auf Ersatzteile untersuchen? Der hackt mit dem Kopf so ein bisschen merkwürdig rum. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Ist immer gut, wenn man alles zweimal hat. Hätte mir denken können. Ja. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Na dann weg von hier. Tschüss. Haben Sie eine Idee, was genau ist? Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Raus hier. Kommt drauf an, wo die meisten Macs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Und ihm was sagen, Herr Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Die Begriffe müsst ihr euch endlich mal merken. Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Macs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Wer ist das? Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der Leitende der Medizintech. Untersteht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Als erstes mal das, ja. Das habe ich bitte nötig, meine Sohn. Tja, wollen wir noch mal sehen. Ha, F5 funktioniert immer noch. Muss ich wieder alles mit Leertaste machen, oh Gott. Okay, daran hätte ich mich, glaube ich, schnell gewöhnt beim ersten Mal. Also, los geht's, laufen hier, ich hab's eilig. Was willst du von mir? Vorzugsweise einen, der nicht direkt zu einer feindlichen Einheit führt. Gehen Sie einfach weiter Richtung Kontrollraum. Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Ich tue mein Bestes. Spinner. Oh Gott, Sie haben mich gefunden! Hilfe! Ja, ich bin noch im Weg. Wo sind Sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Oh Gott, auf dem Seil. So lang. Halt. Oh, hallo. Na dann. Shepard! Hier unten! Was willst denn du? Ist doch gar keiner, oder? Was rumzuhören jetzt hier? Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Oh, hör auf zu jammern, Junge! Guck dich mal kurz hier um. Wilson ist schwer verwundet. Er braucht Hilfe! Puh, das ist eine Suche, Alter. Warte mal. Hier liegen noch ein paar andere Tote. Meine Güte, und manche von denen können echt schade sein. Wir können hier nicht raus, bevor wir Wilsons Bein versorgt haben. Halt die Schnauze. Was muss ich machen? Ach, 3 drücken.
Jetzt muss ich für einige halt auch noch Medigel einsetzen. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, okay, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Den leg ich um. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich traue mich bei Ihnen. Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Das sieht nicht gut aus. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt. Das muss aber gut sein. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Na, sie hat versucht mir zu helfen. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Oh. Wir können die Behälter überlasten, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen. Stark. Was soll ich um die Schätzchen auf deine Überlastung? Ah, eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Okay. Verschwinden wir von hier. Warte mal kurz. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Nee, der Typ ist wir nicht schaffen gleich. Es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Wahrlich. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Wie bitte? Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Ja, mit Torianern. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Geforscht. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Charakter hat er. Sobald die von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Wer ist der Unbekannte? Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Ich glaube nicht, dass ich da mitgehen möchte. Mir ist egal, was Sie getan haben oder was Sie mir erzählen. Ich arbeite nicht für Terroristen. Richtig. Das können Sie alles dem Boss erzählen. Aber erst, wenn unsere Ärsche in Sicherheit sind. Wir haben das Shuttle fast erreicht. Tja, das ist der richtige Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Und vielleicht auch mal ein paar lustige Codex-Einträge zu lesen. Aber das könnten wir auch in einer Sonderfolge machen. Ich glaube, das werden wir auch genauso machen, weil sonst wird das zu viel des Guten. Ich sage, wir schauen uns weiter um. Immerhin haben wir jetzt zwei Begleiter, auch wenn einer von denen ein ziemlicher Vollidiot ist. Und der andere ein Soldat, der sich wohl für was Besseres als ein Söldner hält. Immerhin ist das hier eine Terroristengruppe. Machen wir uns nichts vor. Cerberus war ein Verbrecher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt anders ist. Aber wir werden sehen, was hier los ist. Ecstasy, A&E, Xenout. Meine Güte. Mysterium über Mysterium. Wir wissen jetzt, wir waren tatsächlich knapp 2 Jahre tot, wurden wiederbelebt von, festhalten, Cerberus. Wer Teil 1 geschaut hat, weiß genau, was es mit denen auf sich hat. Eine mehr oder weniger Pro-Mensch-Splitter-Gruppe. Auch wenn Jacob Taylor etwas anderes sagt. Auf der anderen Seite, Jacob Taylor selbst war mal Allianz-Soldat, ist nun auf Seiten dieser Pro-Mensch-Gruppe. Irgendwas ist an den Typen merkwürdig, obwohl er zumindest Charakter zu haben scheint. Und er derjenige ist, der gleich mit uns gesagt hat, was Tacheles ist. Charakter scheint er zu haben, mal sehen, was noch los ist. Wilson, das Jammerbaby, haben wir auch kennengelernt. Wir haben unsere ersten Schritte genommen, unsere ersten Schüsse abgefeuert, sind durch Feuer gerannt. Und haben einige sterben sehen. Gewöhnt euch daran, denn in diesem Spiel können ständig Leute sterben, wenn wir nicht schnell und gut sind und vor allem nicht gut genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist Folge 2 von Mass Effect Trilogie Teil 2. Und wir wissen, es geht genauso weiter, denn wir stecken auf einer Cerberus-Basis und die wird von Max, die gehackt wurden, angegriffen. Mal sehen, was kommt. Ecstasy, A&E, Xenout.